Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks unterwegs mit dem Charioteer auf der Karte Overlord. Was ist das schon wieder? Wir haben ein 7 bis 8 Gefecht, eine Arti, zum Glück nur eine Arti. Newt Oni könnte ein bisschen ekelhaft werden und der Black Prince, ansonsten alles machbare Panzer. Oh, ach, ey, wie ich das hasse. Mensch, was soll denn das jedes Mal? Komm raus, komm. Er musste wieder daneben gehen. Killshot. Schon mal, hier steht es ja 0 zu 5. Ach, ist das zum Kotzen. Was auch immer, wo auch immer ich ja da jetzt aufgedeckt wurde. Von den kleinen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet.
5-9, eigentlich ist das Spiel verloren. Ich guck mal, ob ich von der Basis irgendwie noch was reißen kann. Einmal so einen Schuss haben, wo ich sagen kann, wow, der war geil. Nicht gut. Nicht gut. Der V war eigentlich so gut wie tot. Nur ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Mensch, von wo denn? Gutes, bitte. Mach irgendwas, oder? Kann euch hier gerade nicht helfen. Er guckt noch. Er guckt noch, er weiß es. Ah, da war das Leo. Ach scheiße, hätte ich mal nicht geschossen. Ich hätte wirklich gedacht, ich treffe den. Ich hatte wirklich irgendwo die Hoffnung, dass
dieser kleine Pixel da oben trifft. Aber nein. Scheiße. Er hat keine Chance. Spiel verloren leider. Schade. Ist die Frage 5 vor 30, hätte ich den rausgenommen mit einem Schuss? Ich denke ja nicht. Fängt schon wieder gut an der Tag. 2 Spiele, 2 verloren. Boah, ist schon mal richtig geil. Gut, ich mach. Ja, nehmen wir mal die Ausforderung mit. Knapp 3000 Schaden, 65 Basis und 14.000 plus. So, ich mach wieder einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich bei der zweiten Runde. So, und damit willkommen zurück zur zweiten Runde. Tja, weil es gerade so einigermaßen gut lief im Spiel, hatten ja knapp 3000 Schaden. Tja, wir haben mal wieder bestraft und kommen jetzt in ein +2-Gefecht, sprich in ein 10er Match rein. Und dazu wieder 3 Artis, genauso toll. Also +2, 3 Artis, ja. Na gut. Lese ich Nachrichten. Ich meine, da geht meine Motivation echt in den Keller bei sowas. Wenn ich jetzt sehe, was da im Gegnerteam rumkraucht. Was soll ich davon halten? Wieder +2, also das ist... Klar, man kann auch mit +2 Schaden machen. Habe ich auch schon gezeigt. Aber es ist so sinnbefreit. Hier ist mal +2 Gefecht. Das ist eigentlich die Regel, diese scheiß 3-5 irgendwas. 357 oder wie sich die Kacko schimpft. Und es geht mir echt inzwischen so auf den Keks. Was nützt mir böse erwischt, wenn ich keinen Schaden mache? Krieg ich keine Punkte. Scheiße. Komm, Defender, komm zurück. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, es war nochmal versucht, den T-30 da zu treffen. Ich glaube, sowas kann ich mir aber schenken.
Ich will da wirklich nicht runterfahren. Das verkneife ich mir lieber. Oh Mann. T30 macht sowas nicht. Ja, genau. Genau deswegen T30. Warum fährst du doch da runter? Der WZ ist auch noch voll. Oh Mann. Wurde komplett mit Gold geschossen. Ich meine jetzt nicht alle Schüsse, aber halt für den WZ. Wenn ich jetzt mit runterfahre, bin ich definitiv tot. Definitiv tot. Nicht mal vor auf die blöde Idee, verdammte Scheiße. Sie kann jeden Moment reißen. Wer wusste die Ulm Geier? Genauigkeit eingeschränkt. Scheiße. Scheiße. Wäre ich mal vorher auf die Idee gekommen mit der Brücke, dann hätten wir einen Panzer retten können. Nein. Mann, verdammte Kacke. Oh, das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Bei den ersten, der runtergefahren ist, gut, darunter wollte ich nicht. Also bei den ersten schweren Panzer. Man hat es gesehen, am T30, da war unten und war eigentlich tot. Aus Objekt gerade, das hätte man irgendwie einigermaßen retten können. Wir haben ja vorhin mal, oder wenn ich mal vor auf die Idee gekommen, da einfach da hinzufahren, wo ich dann stand. Scheiße war's. Zweites Spiel verloren, zweites gutes Spiel verloren.
Es war ein Zehnergefecht. Gut, ich habe dreimal Premium-Munition verschossen. Aber es war ein Zehnergefecht. Warum gehe ich jetzt mit Verlust raus? Gut, ich habe ziemlich viel Munition verschossen. Aber ein Zehnergefecht, auch 910er Panzer penetriert. Und trotzdem gehe ich mit Verlust raus. Das ist wieder scheiße, sowas. Und das... Naja. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.